Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Red Dead Redemption 2. Heute gehen wir zusammen auf Vampirjagd. Wie ihr alle mysteriösen Schriftzeichen findet und am Ende bis zum Vampir kommt, erkläre ich euch in diesem Guide. Als kleine Randinfo, am Ende gibt's noch einen mysteriösen verzierten Dolch. Wenn euch das interessiert, bleibt dran. Insgesamt sind es 5 Orte, die ihr vorher untersuchen müsst, um bis zum Vampir zu kommen. Jeder dieser Stellen befindet sich in Saint-Denis. Ich werde euch oberhalb immer einen Text einblenden, damit ihr Bescheid wisst, wo wir uns gerade befinden und bei welchem Schritt wir sind. Kommen wir doch gleich zur ersten Location. Vergisst nicht, dass ihr die mysteriösen Nachrichten mit der jeweiligen Taste an eurem Controller untersuchen müsst. Sobald ihr das erledigt habt, wird Arthur einen Eintrag in seinem Tagebuch machen. Sobald er das gemacht hat, könnt ihr euch zu den nächsten 4 Stellen begeben. So, jetzt haben wir alle 4 Orte untersucht und können uns nun zum Vampir begeben. Hierfür begibt ihr euch zu folgender Location. Wenn ihr dort angekommen seid, müsst ihr nur noch warten, bis es Mitternacht ist und dann dürft ihr euch in die Gasse begeben. So, you found me. Hey, what are you doing? Stay back for your own sake. I walk with the undead. What, you're a vampire? I have been called many names over the centuries. Now go.
or I'll feed on you too. You're a goddamn idiot. I'll suck you dry. Your blood is mine. Come to me, mortal. Im Prinzip könnt ihr den sofort abknallen und er droppt daraufhin ein Dolch. Bis jetzt gibt es keine andere Möglichkeit, an diesen verzierten Dolch zu kommen. Ich habe den alten erstmal mitgenommen und habe ein paar Tests durchgeführt. Ich wollte wissen, was passiert, wenn ich den vor einem Kopf ablege. Ob der irgendwas unternimmt oder darauf reagiert. Jedoch hat sich dieser Mann nicht stören lassen. Daraufhin habe ich ihn hochgehoben und wollte ihn auf mein Pferd packen. Hier ist mir aufgefallen, dass mein Pferd sehr merkwürdig reagiert. So, als ob sich ein Raubtier in der Nähe befindet. Gut, dann bin ich losgeritten und wollte sehen, was passiert, wenn es Tag wird. Wird der vielleicht verbrennen? Das seht ihr jetzt. Wie ihr seht, verbrennt er leider nicht. Daraufhin habe ich ihm Headshot gegeben, bin hingegangen und habe mir sein Dolch genommen. Ich hoffe doch, mein Video hat euch gefallen und wenn es so war, lasst doch ein Abo da, damit ihr in Zukunft auch keine weiteren Guides verpasst. Bis zum nächsten Mal, haut rein, Design.